Ja, hallo, hier ist wieder KWH Sportmitten. Ja, in dem Video möchte ich euch die aktuellen Tipps fürs Wochenende präsentieren. Vorneweg, wenn euch das Video gefällt und die Tipps gefallen, lasst gerne mal einen Daumen hoch da und checkt mal unsere Telegram-Gruppe. Unten in der Videobeschreibung ist der Link dazu. Würde mich total freuen und da verpasst ihr auch keine Tipps mehr. Okay, fangen wir mal an. Ich bin heute auf eine Kombi gegangen. Einmal den Sieg von Leipzig. Leipzig-Hoffenheim. Ja, Hoffenheim letzte Zeit, sage ich mal, spielerisch nicht gut. Und Leipzig will auf jeden Fall oben dran bleiben, an den Bayern. Und ich denke, die werden das Spiel gewinnen. Weil Hoffenheim ist jetzt auch keine Mannschaft, die sich hinten reinstellt. Und genau, für Leipzig ist es halt auch mal ganz gut. Wenn eine Mannschaft mit nach vorne spielt und Leipzig kann dann gut ja auch mal kontern und ich glaube, die werden das Spiel dann gewinnen. Und dieses Spiel habe ich kombiniert mit der portugiesischen Liga. Portugal bin ich nicht ein ganz so großer Fan von, aber ich bin auf den Sieg von Sporting gegangen. Letzte Zeit die Spiele schaue ich mir mal in der Zusammenfassung an. Das Punktepolster auf Porto, also Sporting ist erster Platz. Ich glaube, jetzt noch 6 Punkte vorne. Vorher waren es, glaube ich, 10 Punkte oder 12 Punkte, keine Ahnung. Und ja, ich sag mal, wenn Sporting gegen Farense, also Farense ist eine der schlechtesten Mannschaften, spielerisch, sage ich mal. Also, wenn Sporting gegen so eine Mannschaft, sage ich mal, nicht gewinnt, dann denke ich mal, werden sie von Porto, glaube ich, noch eingeholt. Und also denke ich mal, dass Sporting das auf jeden Fall gewinnt. Und wie gesagt, Kombi Leipzig und Sporting mit einer Einheit, die haben ja gespielt. Und dann haben wir noch zweite Bundesliga. Da sind wir auf den Sieg von St. Pauli gegangen. St. Pauli ja, ist momentan on fire und die sind spielerisch auf jeden Fall besser als Würzburg. Genau, also wie gesagt, Sieg St. Pauli. Jetzt nur noch 1,6er Quote. Vorher war es mal bei 1,7. Deswegen weiß ich nicht, ob man 1,6, ob man das irgendwie kombinieren kann oder will. Vielleicht mit Paris Saint-Germain aus der französischen Liga kann man das vielleicht kombinieren. Paris spielt gegen Saint-Étienne und die müssen das auch auf jeden Fall gewinnen. Genau, also wie gesagt, St. Pauli und Paris vielleicht kombinieren oder halt einzeln anspielen. Dann bin ich noch auf den Sieg von Bochum gegangen gegen Hannover. Also für Hannover geht es ja um gar nichts mehr. Jetzt kann man sagen, die können vielleicht befreit ausspielen. Aber ich glaube, Bochum ist einfach ein Tick stärker spielerisch. Und die werden das gewinnen. Dann sind wir noch auf den Sieg von Düsseldorf. Düsseldorf, sage ich mal, muss das Spiel gewinnen, um überhaupt noch eine Chance haben, ich sag mal, auf den dritten Platz, um die Relegation dann zu spielen. Und Osnabrück ist ja, also ich habe die zweite Liga jetzt gegen Regensburg, habe ich mir angeguckt. Die waren jetzt nicht schlecht, sage ich mal, aber spielerisch ist es, sage ich mal, stark limitiert. Und da gehe ich auch von aus, dass Düsseldorf das gewinnen wird. So, dann haben wir noch einen Tipp aus der französischen Liga. Kleinen Moment. So, Fußball. Frankreich, Ligue 1. Lille gegen Montpellier. Also Montpellier ist sehr, sehr offensiv stark. Lille ist natürlich auch immer für ein Tor gut. Und ich bin hier auf Treffen beide zu einer 2er-Quote gekommen. Also ich finde, es hat mega Value. Die Quote ist viel, viel zu hoch, finde ich. Jetzt tue ich natürlich hier groß posaunen, dass beide treffen. Am Ende geht es 0-0 aus. Aber ich glaube schon, dass beide da treffen. Also Montpellier ist sehr, sehr offensiv stark und Lille natürlich auch. Und ich gehe davon aus, dass da beide treffen werden. Und, kleinen Moment, wir haben da noch eine Kombi gebastelt aus Spanien. Einmal Atletico Madrid, Sieg Atletico gegen Eibar. Also Eibar, glaube ich, die 5 oder 6 letzten Spiele nicht gewonnen und auch sehr, sehr schlecht gespielt. Atletico war die letzten Spiele jetzt auch nicht gut, aber ich sag mal, wenn sie wirklich jetzt oben oder auf Platz 1 bleiben wollen, muss so ein Spiel gewinnen werden. Und ja, ich denke mal, dass Atletico sich das nicht nehmen lassen wird und wird auf jeden Fall gewinnen. Und wie gesagt, das habe ich noch kombiniert.
kleinen Moment. Ah, genau, mit Frankreich, mit der Ligue A. Auch nochmal mit Paris habe ich das kombiniert. Also wie gesagt, Paris wird es auf jeden Fall gewinnen. Das heißt auf jeden Fall, also sicher ist nichts. Aber wie gesagt, wenn die das nicht gewinnen, weiß ich auch nicht. Also wie gesagt, Paris und Atletico Kombi. Und jetzt habe ich noch so ein paar Risikotipps. Dijon, Nizza. Also Dijon, auch einer der schlechtesten Teams in Frankreich. Nizza ist im Mittelfeld, und aber die 1,8er-Quote, die würde ich sagen, sage ich mal, schmeckt. Das würde ich noch anspielen. Aber wie gesagt, immer passt euren Einsatz an, nicht zu groß anspielen. Aber die 1,8, die ist schon ganz gut. Dann habe ich noch in der Premier League auf Wolverhampton. Da war die Quote vorhin noch bei 1,7. War, glaube ich, noch höher gewesen. Gegen Sheffield. Also Sheffield, wisst ihr wahrscheinlich alle, letzter Platz und extrem schlecht. Und Wolverhampton fängt sich langsam wieder, und ich glaube schon, dass sie das gewinnen werden. Also wie gesagt, 1,65 ist auch wieder Überlegung. 1,7, 1,75 habe ich die Quote schon gesehen. Müsst ihr mal gucken. Würde ich auf jeden Fall den Sieg von Wolverhampton anspielen. Und der letzte Tipp ist nochmal aus England, aus der zweiten Liga Championship. Da auf den Sieg von Norwich City. Wenn die Norwich das Spiel gewinnt gegen Bournemouth oder Bournemouth, sorry, dass ich das verkehrt ausspreche, wenn sie das gewinnen, steigen sie auf jeden Fall auf. Ich glaube, dort steigen die ersten drei direkt auf. Bournemouth oder Bournemouth ist auch ganz gut unterwegs, die letzten Spiele. Die haben, glaube ich, aus 5 Spielen oder 6 Spielen 5 gewonnen und 1 verloren. Aber Norwich ist irgendwie das Maß aller Dinge. Ihr seht es hier in der Tabelle. Bournemouth ist auch 5. Platz. Wie gesagt, die sind auch nicht schlecht. Es kann auch gut unentschieden ausgehen. Aber die 1,95, ich finde, die schmeckt. Die kann man auf jeden Fall auch anspielen. Also wie gesagt, das sind so meine Tipps fürs Wochenende. Bundesliga bin ich mir noch sehr unschlüssig. Da weiß ich noch nicht, was ich da tippen werde. Vielleicht auf die Bayern. Aber das ist ja auch ein schwieriger Tipp gegen Wolfsburg. Also mal gucken. Also wie gesagt, checkt mal die Telegram-Gruppe. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wie immer viel Tipperfolg, sage ich mal, und gute Gewinne. Dann macht's gut. Ciao.